nochmal eine 4. Zu viel rein, weil ich den so reindrehen will, ja, wie die anderen Effekte. Und der ist bei der Hälfte schon zu laut. Ja. Sowas. Okay, jetzt habe ich leiser gemacht. Ja, schon viel. Aber besser. Das ist auch, finde ich, eher so ein, wie so ein permanenter Raum, den man auf ein zu trockenes Signal drehen kann, dass es ein bisschen räumlicher wird. Ja. Ist, als Effekt ist der irgendwie zu kurz. Mag den. Ich mag immer den. Ich liebe solche Effekte, die den Drums und den Rhythmuselementen voll auf was wegnehmen und die räumlich machen. Ja. Und dann kannst du sie wieder reinknallen. So. Ja. Das der ist genau der richtige Heil dafür. Nicht zu groß, nicht zu aufregend. Aber der zwitschert mehr. Warte. So. Doch, den mag ich. Hier kannst du sogar eine Cocktail. Sogar eine Mute-Effekte machen. Mit dem Pre-Schalter. Das ist das Geile. Das war jetzt wieder der, oder? Der macht hier aber wieder optische Kirmes. Aber das ist der so bright und voll klingt, ne? Also so nice Höhen und so rund. So Hi-Fi-mäßig, geil. Jetzt haben wir aber kein Messer hier. Ich habe nur mein Leatherman, da müssen wir es mit dem Messer anschauen.
Gitarre mit auf der Warmschuhe jetzt.